den Hund, den ich Ihnen heute vorstellen möchte, den werde ich persönlich aus dem Hundehaus abholen. Und bitte erschrecken Sie nicht, es wird gleich sehr laut. Aber hier bekommen Sie auch einen kleinen Einblick, wie groß das Hundehaus ist. Folgen Sie mir einfach, wir holen jetzt gemeinsam Barbie aus seinem Hundezwinger sozusagen. Und der ist heute etwas traurig. Er wirkt sowieso sehr, sehr melancholisch. Hallo, Barbie! Aber er freut sich natürlich über jeden Spaziergang und natürlich über jeden gefunden. Er war total erschöpft. Sein Gesundheitszustand war auch wirklich katastrophal. Er hat Wolle auf der Haut und jede Menge Parasiten. Und bitte erschrecken Sie nicht, aber ich muss auch Ihnen das zeigen, denn wenn Sie sich für ihn interessieren, dann werden Sie Barbie zurzeit noch so sehen. Er hatte Flohnester auf dem Rücken. Und es blieb keine andere Möglichkeit, außer Waschungen, die ihm sehr gut getan haben, musste hinten das ganze Fell abrasiert werden. Barbie hatte zum Zeitpunkt, als er aufgefunden wurde, ein Halsband um. Daran hing ein Anhänger mit seinem Namen Barbie. Nur deswegen wussten die Tierpfleger, dass er Barbie heißt. Barbie ist circa 10 bis 12 Jahre alt. Er ist ein Diamant. Ein wunderbarer Hund, ein wunderbarer Spielgefährte. Allerdings sind die Spiele nicht mehr so, wir sollten nicht mehr so temperamentvoll ausfallen. Er mag wirklich jeden. Ja? Und was sollen wir sagen, du Diamant? Was kann ich noch dazu sagen? Wir freuen uns, wenn Barbie ein gutes neues Zuhause findet bei Menschen, die gemütliche Spaziergänge mit ihm machen möchten. Keine großen und langen Streckenläufe. Fragen Sie nach Barbie.